Herzlich willkommen zum zweiten Part von Death Stranding. Heute werden wir die ersten Pakete ausliefern und ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zugucken. Es wird langsam Zeit, Sam. Ein Traumfänger. Wenn du ihn beim Schlafen trägst, halte ich die Albträume fern. Ich werde immer bei dir sein. Episode 2, Amelie. Wir haben uns immer noch nicht geduscht. Guten Morgen, Sam. Sam, hier ist Die Hard Man. Es gibt hier einen privaten Raum für dich. Bridges Sonderleistung. Nimm dir etwas Zeit und wasch dir das ganze Chiralium vom Leib. Komm danach ins Präsidialbüro. Figuren ansehen 4, okay. Ah, also weil wir das von der Story her erlebt haben. Vielleicht, also wenn wir mehr erleben, sehen wir da auch mehr, schätze ich mal. Ja. Und dann da unten auch noch, okay. Aber warte mal, warum haben wir uns nicht geduscht? Oh, warte, da sind auch noch Figuren. Und halt Monster. Ja, okay. Das haben wir gerade erlebt zum Beispiel. Das mit den Dings haben wir als erstes erlebt, das haben wir jetzt gerade erlebt und dann kommen die Figuren auch wieder da hinten hin, wenn wir was Neues erleben. Okay. BD ist nicht da. Gibt's Anzüge? Können wir noch nicht hin. Wir sollen uns jetzt erstmal duschen. Okay. Warum haben wir nicht geduscht, bevor wir beim Dings waren? Bevor wir geschlafen haben? Naja. Oh Junge, diese Füße. Sam, hörst du mich? Verdammte Scheiße. Hat man denn gar keine Privatsphäre mehr? Oh, nein. Außer natürlich beim Duschen und auf der Toilette. Du warst also gerade dabei, dich zu waschen? Gut. Komm ins Präsidialbüro, wenn du soweit bist. Sie erwartet dich. Hä? Warte. Wer ist jetzt sie? Die Präsidentin ist tot. Gute Arbeit, Sam. Vielen Dank. Bridget mag nicht mehr unter uns sein, aber ihr Vermächtnis könnte weiterleben. Sam, hör mir zu. Amerika, der Wiederaufbau. Ihr Traum ist nicht tot. Ich will das nicht hören. Das ist das Gesicht unserer neuen Hoffnung. Unseres neuen Amerikas. Das, ja, okay, sie ist nur so ein Meine Mutter Dings, mag ne? Sein, Hologramm. Aber ich bin hier. Und du, Sam? Du bist auch hier. Ihr habt euch zuletzt vor 10 Jahren gesehen, oder? Und in all der Zeit ist sie nicht um einen Tag gealtert. Er weiß wieso. Mein Körper ist noch am Strand. Ich werde einfach nicht älter. Aber du schon, Sam. Du siehst gut aus. Dann ist es dir also ernst, alles und jeden wieder zu verbinden. Irgendwer muss Bridget nachfolgen, Sam. Vor allem,
muss jemand ihr Vermächtnis fortführen und unser Land wieder aufbauen. Samantha America Strand, unsere neue Präsidentin. Ein Neuanfang für unser Volk, für unsere Nation. Unter Amelies Führung werden wir die UCA gründen, die United Cities of America. So werden wir unser Land wieder aufbauen. Aber dazu benötigen wir deine Hilfe, Sam. Mann, damit bin ich durch. Mein Abschied von Bridget war mein Abschied von euch allen. Wir haben dich nie vergessen, Sam. Du bist weggelaufen. Du hast uns verlassen. Amelie startete eine Expedition. Nur die Besten aus Bridges 1 und ging nach Westen. Ich führte sie an Kratern und GD-Gebieten vorbei. Ich habe auf sie aufgepasst, während sie nach Überlebenden suchten. Nicht ein GD hat sie übersehen. Sie sah sie schon aus der Ferne. Wir überzeugten einen Ort nach dem anderen, dem UCA beizutreten, und ließen Leute von uns zu ihrer Unterstützung da. Wir brauchten 3 Jahre, aber wir schlugen uns bis nach Edgenot City durch. Bis zum Pazifik. Meine Güte. Ja, aber dann ging alles schief. Das Team wurde ausgelöscht und Amelie wurde entführt. Entführt? Ich bin nicht in einer Zelle oder sowas eingesperrt. Ich darf ihre Infrastruktur nutzen und mit euch sprechen, wann ich will. Nur die Stadt darf ich nicht verlassen. Das alles soll die Unabhängigkeit von Edgenor City sichern. Jedenfalls sagen das ihre Entführer. Sie wollen, dass die UCA sie in Ruhe lassen. Amelie ist ihre Versicherung für den Fall, dass wir das nicht tun. Wie heißen diese Arschlöcher nochmal? Homo Demons. Eine militante Separatistengruppe. Sie regiert Edgenor City. Ich habe von denen gehört. Ein Haufen Terroristen, den in Städten mordet und Krater hinterlässt. Genau. Die schrecken vor nichts zurück. Nicht mal vor Leere stürzen. Ihr glaubt, die stecken hinter dem Selbstmord, der Central Knot zerstört hat? Möglich wär's. Es gibt überall Extremisten wie die Demons. Warte, einen davon haben wir doch gesehen, oder nicht? Sie sind von Natur aus dezentralisiert. Keine Organisation hält sie zusammen. Nur die gemeinsame Ideologie. Ich weiß, dass nicht jeder unsere Zukunftsvision teilt. Wenn wir Amerikaner nicht wieder zusammenfinden, überlebt die Menschheit nicht. Menschen im ganzen Land habe ich die Botschaft meiner Mutter verkündet. Aber nicht jeder wollte sie hören. Nicht wenige wollten für sich bleiben. Sich lieber alleine durchschlagen. Wie du, Sam. Sie glauben, Amerika ließe sich nur gewaltsam wieder aufbauen. Durch Menschen, die ihnen etwas vorschreiben, ihnen die Freiheit nehmen und ihnen Fesseln anlegen. Und was habt ihr mir angelegt? Ihr seid nicht besser als die Demons. Bloß ein anderer Kult. Das sind keine Fesseln, Sam. Sie stehen für unsere Bindungen. Das ist es, was wir jetzt brauchen. Nicht getrennt, sondern zusammen. Chirale Knoten bilden, uns verbinden. Sam, wir möchten, dass du zu Ende bringst, was Amelie begonnen hat. Die Leute, die sie zurückgelassen hat, haben viele chirale Netzwerkterminals errichtet. Aber noch sind diese Terminals isoliert. Du musst sie ans Netz anschließen. Und dafür benötigst du einen Qubit. Ein Qubit? Er enthält alle Sicherheits- und Betriebsprotokolle, um ein Terminal ins chirale Netz zu bringen. Geh mit dem Qubit nach Westen, Sam, und verbinde unsere große Nation. Und wenn du Edgenor City erreichst, finde Amelie und bring sie nach Hause. Danach
werde ich Präsidentin und führe Mutters Werk fort, um das Land zu retten. Das war Bridgets letzter Wunsch. Diesen Weg werden wir weitergehen. Bitte, Sam. Wir brauchen dich. Ich bin jetzt Sam Porter Bridges. Ich bin kein Strand. Verdammt, ich bin nicht mal Teil dieser Truppe. Dafür habt ihr gesorgt. Ich komme weder zu euch, noch zu irgendwem. Nie wieder. Warte! Siehst du, als wäre ich nicht hier. So wie es immer war. Sam! Sam! Warte mal! Stopp! Hör mir zu. Amerika braucht dich. Euch beide. Die Verkabelung der Welt hat Krieg und Leid kein Ende gesetzt. Ihr braucht euch nicht wundern, wenn der nächste Versuch wieder scheitert. Wir drehen uns im Kreis. Verbinden, neu verbinden. So einfach ist das nicht. Schon gut, Sam. Reg dich nicht auf. Ich verstehe. Du musst jetzt noch nicht zusagen. Ruh dich erst mal aus. Gute Idee. Wir alle brauchen Schlaf. Wer den zu lange aufschiebt, tritt ganz schnell in Verbindung mit der anderen Seite. Die nötigen Wartungsarbeiten sind fertig. Du wirst von den Anpassungen und der Feinjustierung profitieren. Du kannst es wieder benutzen. Hä? Ich dachte, das geht nicht, das zu reparieren. Anscheinend sind Dooms und BBs hier mal eine gute Kombination. Oder vielleicht mögt ihr beiden euch auch einfach irgendwie. Okay. Ich weiß nicht, ob ich die realistischen Hologramme mag. Ja, die sind halt schon, ne? Die sind sehr realistisch. Also, dass du da einfach in irgendeinem Raum stehen kannst, wo du gar nicht bist und Leute zulabern kannst oder halt auch der komplette Raum ganz anders aussehen kann, ist schon sehr crazy. Aber warum ist sie am Strand? Das verstehe ich noch nicht. Beziehungsweise, warum sind wir da jetzt auch wieder? Sam. Hör zu. Du bist Sam Strand. Nein, bin ich nicht. Nicht mehr. Ich heiße Sam Porter Bridges. Strand ist ein interessantes Wort. Im Englischen ist es der Strang eines Seils. Und stranden bedeutet, dass man an der Küste angespült wird. Und gestrandet ist man, wenn man nicht nach Hause kann. Ich bin gestrandet, Sam. Hier an der Küste des Pazifiks. Tausende Kilometer entfernt. Aber das Band zwischen uns hält. Du bist frei. Aber wir sind noch verbunden. Sag nicht, dass wir es nicht sind.
Norden, Sam. Okay, da sind wir wieder. In unserem Zimmer. Sam, hier ist Die Hardman. Du hast tief und fest geschlafen, warst wohl kaputt. Private Räume bieten alle Annehmlichkeiten. Dusche, Toilette und so weiter. Hier kannst du dich ausruhen, deine Ausrüstung überprüfen, Informationen nachlesen. Sprich einfach unser Personal an, falls du Fragen hast. Aber wieso siehst du dich vorher nicht einfach ein bisschen um? Dann siehst du, wie es bei Bridges heute zugeht. Okay, bereite dich auf eine Lieferung vor. Im Chat kam die Frage, warum die alle die Masken tragen. I don't know. Also, Die Hardman habe ich mich schon gefragt, warum trägt der jetzt eine Maske? Aber bei den, wie heißen die, Demons oder so? Da war wahrscheinlich einfach nur, weil die halt so, ja, zusammen eine Organisation sind, ne? Also die machen das wahrscheinlich einfach so. Aber warum Die Hardman das auch hat, weiß ich nicht. Aber die erste Frau am Anfang, die hatte auch... Ich habe dein BB mit den physiologischen Daten kalibriert, die wir über dich gesammelt haben. Okay. Es ist trotzdem nur eine gute Schätzung. Wenn du draußen warst, können wir prüfen, ob ihr synchron seid und die BB-Sensitivität nach Bedarf anpassen. Okay, aber die erste Frau, die wir da gesehen haben, die hatte ja auch so einen komischen Anzug an, ne? Also, alles etwas komisch hier. wir können das... Ah. Dieses Fach entfernt alle Chiralium-Rückstände an deinem Anzug. Apropos Anzüge, das Lieferpersonal trägt blaue, das medizinische Personal rote, die Leichenentsorgung orangefarbene und das Sicherheitspersonal schwarze. Ah, okay. Deswegen... Hallo. Wir kennen uns doch. Ich leite den Bereich für Lieferungen sowie Instandhaltung und Reparaturen. Schön, dass du an Bord bist. Habe ich mich schon vorgestellt? Ich bin Mama. Das da sind Packseile. Die dienen übrigens nicht dem Verpacken, sondern auch der Identifikation. Sieh sie dir genauer an, dann verstehst du es. Siehst du das Rot dort? Das ist Blut. Okay. Okay, also warte mal. Das war Medizin. Das war Sicherheit. Deswegen hast du hier auch wahrscheinlich Waffen und so. Oder Schutz zumindest. Das hier ist Leichenentsorgung. Und was war das hier? Waren das Lieferungen oder so? Warte mal, eins. Farbschema ändern. Oh, ihr könnt eine goldene Brille nehmen. Mit Transparent. Okay, cool. Aber, okay, mehr haben wir nicht. Schade. Na gut, na gut, na gut. Können wir... Wir können das beruhigen? Das ist doch beruhigt, oder nicht? Sah eher so aus, als ob wir es einfach nur genervt haben. Aber na gut. Gut, was haben wir denn noch da? Genau. Toilette. Waschbecken. Aktionen ausführen. Okay, gibt es auch noch andere Aktionen? Okay. Davon musste ich doch ein Foto machen.
Oh Mann. Wild, wild. Warte, wir haben 41 Likes von. Okay. Wieso kann uns das Baby Likes geben? Naja, nicht so cool. 14 Likes trotzdem. Okay. Aber das war, glaube ich, alles. Es gibt nur die vier Richtungen. Gut, dann gehen wir nochmal auf Klo oder duschen oder. Achso, okay, wir können duschen, Toilette benutzen im Stehen oder im Sitzen. Wenn es die beiden Möglichkeiten schon gibt, dann. Sam, Hartman hier. Ich versuche, die Geheimnisse der Strände, des gestrandeten Todes und auch jene von Dooms und der Wiederkehrer zu lüften. Wenn du dich erleichterst, wird eine gewisse Menge an chiraler Materie aus deinem Körper gespült. Chirale Materie kann die Hormonsekretion und die Nervenfunktion verschlechtern. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Belastung und der Entwicklung von Phobien, sowie in Extremfällen gewalttätigen und suizidalen Impulsen. Chiraliumkontamination gilt seither als ein Auslöser für den Ausbruch von Dooms. Lass Okay. mich für meine Forschung bitte eine Probe deiner Ausscheidung nehmen. Damit können wir nicht invasiv deine Chiraliumbelastung und deine Gesamtgesundheit überwachen. Oh Mann, immer diese Leute. Ja, na gut, okay. Was haben wir hier noch? Achso, ja, unsere Maske. Wir können Energy trinken. Jo. Als ob er die einfach komplett äxt. Außer um 10% erhöht. Also wir können jetzt noch einen trinken. Okay. Ja, nee. Gut, dann Terminal. An dem Terminal dort kannst du in der Bridges-Datenbank nach einer Vielzahl von Themen suchen. Du hast nicht auf alles Zugriff, aber du wirst trotzdem genügend Informatives finden. Okay, ist online. Aufträge. Gerade gar nichts. Daten. Tipps. Was? Anami? Okay, hier ist ganz schön viel. Gut, Protokolle. Ach so, ja, das ist alles, was wir gemacht haben. Und Musikplayer. Okay. Ja, na gut. Das war das allererste Lied, ne? Ah, jetzt. Ich höre es so ganz leicht. Ich weiß nicht, ob ihr es schon hört. Na gut, lassen wir das. Und das letzte ist System, wo wir speichern können. Okay.
Gut. Dann würde ich sagen, haben wir uns alles einmal angeguckt und sind somit fertig. Da kommt der Maskenmann wieder. Und? Hast du schon darüber nachgedacht? Bis oben hin voll mit Chiralium, aber ungefährlich für euch Doomsjungs. Das ist alles, was man braucht, um die Welt wieder zu verbinden. Um uns wieder zu verbinden. Deswegen schweben die auch so, okay. Ich bin ein Bote. Verbinden ist nicht meine Aufgabe. Oder Knoten machen. Aber ich tue, was zu tun ist, um Amelie zu helfen. Was mit verbinden gemeint? Die einzelnen Stützpunkte miteinander verbinden. Damit die alle hier mit unseren komischen Handschellen da übereinander, ja, reden können und so halt verbunden sind. Hör zu, Sam. Die Terminals, die Amelies Leute in den Orten aufgestellt haben, die sie auf dem Weg nach Westen passiert haben, nennt man Knoten. Genau. Und die verbinden. Ist vorhanden, aber das chirale Netzwerk ist offline. Ja, wird perfekt nochmal erklärt. Mitteilungen übermitteln, teils über Leitungen, teils drahtlos und nur kleine Datenmengen. Deshalb benötigen unsere Chiralogramme lokal gespeicherte Daten. Amelie und die anderen Bridges-Mitglieder, die du gesehen hast, sind alle mit lokalen Daten erzeugte Hologramme, falls du das nicht weißt. Du musst nur den Knoten finden, deinen Cupid verbinden und die chirale Kommunikation online bringen. Sobald du ihn mit dem Terminal verbindest, kannst du eine große zeitlose Datenübertragung mit dem UCA-Netzwerk einleiten. Und so verbindest du uns nicht nur untereinander, sondern auch mit unserer Vergangenheit. All die verlorenen und fragmentierten Daten werden gesammelt und wiederhergestellt. So, als ob man einem Dinosaurierfossil neues Leben einhaucht. Milliarden Jahre Erdgeschichte, all die Weisheit und das Wissen, das uns seit dem gestrandeten Tod verloren ging, erlangen wir zurück. Und so, mein Freund, werden wir ihn besiegen. Sobald du die chirale Kommunikation hergestellt hast, können auch Hologramme erzeugt werden. Außerdem kannst du dann chirale Drucker nutzen. Schon bald werden wir dazu in der Lage sein, alle möglichen Dinge zu senden. Außer ursprünglichen Dingen. Oder Ding mit deiner Seele. Nichts Echtes. Nur Kopien. Stimmt. Deshalb werden wir weiterhin Boten wie dich brauchen. Vor und nach der Wiedervereinigung benötigen wir Mittelsmänner. Keine Ruhe für die Gottlosen. Tja, Müßiggang ist kaum einem vergönnt. Die Einzelheiten kriegst du am Versandterminal. Du findest es im Obergeschoss. Da wartet auch die Fracht. Diese Stiefel haben einige Kilometer hinter sich. Soll ich sie entsorgen? Halt. Warte mal. Du musst etwas für mich untersuchen. Mein Blut scheint diese Dinge abzustoßen. Das ist mehrmals passiert. Abzustoßen? Wie meinst du das? Keine Ahnung. Du hast mir doch Blut abgenommen. Sag du es mir. Okay. Ich schau mal, was ich tun kann. Okay. Und ist deswegen auch Blut in dem Seil drinne, oder? Oder warum? Aber, naja, die wissen ja noch nicht wirklich warum. Also, warum ist Blut in diesem Seil? Also, wenn die es noch nicht wissen, dann, hä? Weiß ich nicht. Wer liegt da unten?
Okay. Wir sind blau, weil wir liefern sollen. Warte mal. Ich wollte gerade sagen, wir müssen ja erstmal eine Aufgabe haben. Dein aktuelles Ziel ist es, das chirale Netzwerk von hier nach Portnor City auszuweiten. Aber das geht leider nicht auf direktem Weg. Dafür ist das Signal zu schwach. Um die Entfernung zu überbrücken, brauchen wir Knoten. Stell dir vor, du verknotest Seile, um ein längeres Seil zu machen. Mhm. Der erste Knoten ist ein Bridges-Wegposten. Wirf mal einen Blick auf den Auftrag. Liefere, was gebraucht wird und verbinde den Qubit. Okay. Nimm die Lieferung an. Auftrag für Sam. Ja, Story-Auftrag halt, ne? Auf der anderen Seite. Ah, okay. Also noch ein bisschen weiter als zu der Verbrennungsanlage. Sam, Auftragsübersichten können entscheidende Informationen enthalten. Sieh sie dir an, bevor du dich auf den Weg machst. Okay. 1,2 Kilometer. Es gibt Geister, also ich schätze mal GDs. Terrain ist steil, ein Fluss haben wir auch und was das mittlere darstellen soll, weiß ich nicht. Achso, Klippen. Ja, okay, Klippen. Auf dem Weg sind anscheinend Leitern und so Kletterseile, okay. Und weniger als 50% Schaden sollen wir schaffen, okay. Okay. Oxytocin, aha. Ach, Vorräte. Ah, wir kriegen 4 Leitern und eine Kletterverankerung. Okay. Also schätze ich mal, dass wir die bekommen. So. Jetzt können wir sagen, wo wir das befestigen wollen. Ja, am Rücken. Sam. Tja, für diesen Auftrag bekommst du etwas Seil und eine Leiter. Damit solltest du steile Anstiege bewältigen. Und wenn du einen Fluss überqueren musst, taugt die Leiter auch als Brücke. Vermutlich überlegst du gerade, wie du diesen Auftrag abwickeln sollst. Okay, ja, wir können ja nicht alles auf dem Rücken tragen, ne? Werkzeughalterung. Ja, wenn es eine Werkzeughalterung ist, dann ist es da wohl gut, oder nicht? Ach so, nee, warte, das ist genauso wie der Rücken, oder wie? Hä? Okay. Also wir haben so viel Leitern bekommen? Warum kriegen wir so viel Leitern? Okay, warte mal. Wir machen mal Fracht automatisch anordnen. Vielleicht ergibt das mehr Sinn. Ja, das sieht schon viel, viel besser aus von der Verteilung her. Ich würde aber dennoch sagen, brauchen wir so viele Leitern? Ich tue mal 2 Leitern weg, also soll ich 4 Leitern brauchen, ganz ehrlich. Das klingt sehr viel. Also, okay, vielleicht sind die Leitern nicht so lang wie die ich da einmal gesehen habe. Hm, das könnte sein. Weiß ich nicht. Ja, gut, dann. Warte mal, was? Habe ich die jetzt nicht angenommen? Okay, ich krieg das Tutorial nochmal. Ja, optimieren. Und, wie gesagt, die beiden wollte ich in meinem Spind legen. Warte, den in den Spind legen. So, und
Bestätigen. Aufbrechen. Ja, okay, jetzt. Okay, ich hab's gerade anscheinend wohl nochmal abgebrochen. Auftrag zugewiesen. Okay. Also wenn wir jetzt 1 drücken. Okay, wir können urinieren. Interessant. Wir haben eine Kletterverankerung und 2 Leitern dabei. Okay, und was war das hier? Weiß ich nicht. Okay, dann liefern wir mal, ne? Warum sollten wir die jetzt hier irgendwo hin tun, hä? So, Achso, das war das Trinken. Und 4 ist die Brille. Siehst du das Schild dort drüben? Kannst auch selbst welche aufstellen. Mit Nachrichten, Warnungen, ermutigenden Worten. Was das Schild? Einfällt. Was für ein Schild? Ah, okay, Achtung, GD, Smuls, Fluss. Okay. Ja, na gut, das ist jetzt halt nicht so vorteilhaft, aber okay. So, Nick Edson. Das hat aber jetzt wieder jemand anders gemacht, ne? Oder? Naja. Okay, hier liegen Lieferungen einfach so noch rum. Okay. Und da wollen wir hin. Wir haben einen kleinen Berg, also den hier. Und danach geht's wieder runter. Also entweder so ganz außen lang oder über den Berg können wir gehen. Und ich würde nochmal gucken, ob wir die jetzt hier so bekommen können. Okay, okay, okay. Wir können ja auch mal. Was ist das hier? Briefkasten. Okay, nehmen wir vielleicht auch mal mit. Und dann. Ja, hier rüber wird vielleicht schwierig, ne? Und dann wäre, glaube ich. Wo wäre es am schlauesten, rüber zu gehen? Wenn wir eine Leiter platzieren, wäre es hier, glaube ich, am schlauesten. Deswegen, ich platziere da mal einen Punkt. Ansonsten wäre es natürlich hier am schlauesten. Und dann hier vielleicht so irgendwie, wo irgendwas. Weiß ich nicht. Mal gucken. Okay. So, dann einmal bitte hier zu diesen komischen Händen. Können wir die jetzt aufheben? Okay, also wir können, wenn jemand anders seine Fracht verliert, können wir die wieder aufheben. Okay, also so, als ob wir auch, also wenn wir irgendwie was verlieren, kann das wahrscheinlich jemand anders auch aufheben. Das ist leichter, als du vielleicht denkst. Für eine leichte Nachverfolgung tragen nämlich alle unsere Pakete Bridges-IDs. Und dein Odra-Deck verfügt über einen Scanner, der besagte IDs auslesen kann. Kurz gesagt, das Teil an deiner Schulter kann dir dabei helfen, verschollene Sendungen aufzuspüren. Okay. Ah, ja, da wird jetzt noch mehr markiert. Vergiss nicht, Sam. Jedes Paket ist ein Versprechen an einen Menschen in Not. Und sie zählen darauf, dass du lieferst. Okay. Das hat, glaube ich, auch gerade Stress für unser Baby gebracht, ne? Ja, ich glaube schon so. Oh, nee. Das, was ich da höre, finde ich gar nicht gut. Naja, also. Fände ich cool, wenn wir hier alles mitnehmen können, aber. Ich weiß ja nicht. Das sieht nach sehr viel aus, was hier verloren wurde.
Oder vielleicht soll mich das auch gerade nur in die richtige Richtung lenken. Das kann natürlich auch sein. Ist noch einiges. Und wir sind gleich bei diesem komischen Ding da. Und ich sollte springen, bevor ich ins Wasser gehe, weil wenn ich im Wasser bin, ist Springen sehr kontraproduktiv. Warum rennt er so? Hier kannst du rennen, ja, aber er fordert nicht so. Disk-Medien. Wieder. Nochmal. So, Nick Addison. Nee. Easton. Aber. Was ist das? Fracht abliefern? Das klingt sehr gut. Können wir jetzt hier einfach direkt. Gute Arbeit, Sam. Wie ich sehe, hast du verlorene Fracht dabei. Du kannst sie hier zur Verarbeitung einreichen. Oh. Wenn du unterwegs mehr verlorene Fracht findest und sie nicht selbst ausliefern kannst. Deponiere sie doch in einem Lager. Dort sind sie in Sicherheit, bis ein anderer Bote vorbeikommt und sie ausliefert. Selbst wenn sie bis zur Auslieferung noch durch ein Dutzend Hände geht, weißt du, dass du deinen Teil beigetragen hast. Aber warte mal, liefere ich die jetzt oder lagere ich die? Warte, vertraue den anderen Spieler an, gib den Inhalt den ursprünglichen Besitzer zurück. Gar nichts tun. Welche Frage? Okay. Also, ich kann die jetzt entweder für 24 Likes direkt abgeben. Oder, wenn ich sie selber abgebe, dann 40 Likes. Okay, also wenn ich das hier jetzt zum Beispiel das... So. Warte, was? Ach so, das sind die Sachen, die ich gerade anvertraue. Ja, dann will ich die aber ja nicht anvertrauen, alle. Die will ich ja behalten, weil die wiegen ja nicht so viel. So, und dann sage ich jetzt bestätigen. Und damit habe ich direkt ein paar Likes gemacht von der verlorenen Lieferung. Okay. Okay, und ich kriege auch XP dafür. Also, wenn ich weiß, dass ich es eh nicht hinkriege, das abzuliefern, dann sollte ich die so abliefern. Also so da rein. Junge, da ist aber auch noch ordentlich was am Rumliegen, ne? Da hinten ist schon wieder so ein Ding, okay. Und hier ist auch noch so ein Ding. Warum hat er die hier überall platziert? Naja, wir wollen das ja nicht. Aber warte mal, was ist Konstruktionsmenü? Ah, okay. Man kann die Konstruktion verbessern oder halt auch abbauen oder so. Und die sind dann geschützt vor Zeitregen zum Beispiel. Also besser geschützt vor Zeitregen. Unter anderem. Okay, Junge, Junge, Junge. Hier ist es aber ganz schön viel noch. Hier ist auch eine Leiter. Aber wir laufen noch richtig, ja? Ja, okay. Was ist das da? Achso, das ist ein Schild für Zeitregen.
Okay, ja, hier ist noch echt viel, ey. Huiuiui. Vielleicht sollen wir doch so einiges abgeben. Weil das sieht so aus, als ob wir das gar nicht alles tragen können. Na, obwohl, wir sind bei 25 von 120 Kilogramm. Da ist eins, okay. Sam, ja? Wenn du auf eine steile Klippe oder einen Steilhang stößt, denk an die Leiter, die du von uns bekommen hast. Probier sie unbedingt aus. Mich würde interessieren, was ein erfahrener Profi wie du von ihr hält. Ja, wir können da jetzt hoch oder wir könnten die Leiter da links benutzen, okay. Ja, aber nicht jetzt. Also, wir sind ja eh welche. Außerdem, links lang zu laufen wäre ja so oder so schlauer, weil da brauchen wir gar keine. Also, ne? Oh nein, es fängt an zu regnen. XL? Zeitregen beschädigt Frachtbehälter, wenn die sie länger ausgesetzt sind. Setz dich dem Regen nicht länger aus als unbedingt nötig. Okay, hier ist eine Leiter. Und wir können direkt mal hier selber eine Leiter hinsetzen. Achso, dann war das nur ein Symbol, dass wir hier eine Leiter hin tun können. Okay, also eins, eine Leiter auswählen. Warte, die hier zum Beispiel. Und dann Ort auswählen. Ah, so geht die steiler, okay. Ja, warte mal, dann... Wäre schlau, wenn wir die hier so hinsetzen, oder? So greifen. Mal gucken. Ja, nicht ganz so gut hingesetzt, aber na gut. Also man sollte vielleicht vorher erstmal gucken, wo man die dann hinsetzt. So auf der Map und so. Oh, XL, auch eins. Ach du Kacke. Ja, wir haben ja ganz schön viel. Wie sieht das aus? Können wir irgendwie... Fracht. Können wir die automatisch nochmal anordnen? Ja, können wir. Dann machen wir das mal eben. Genau. Und dann... Bestätigen. Dann sind wir ein bisschen wieder ausgeglichener. Würde ich meinen. Ja, das können wir noch mitnehmen. Das mache ich jetzt aber mal nicht, weil das wäre wieder ein bisschen weiter weg von unserem Dings. Dann... Okay. Aber sind wir dem Zeitregen jetzt ausgewichen, oder wie? Weil... Hier ist er ja nicht mehr, ne? Oh mein Gott, da war das Klettern lange. Verdammt. Naja, aber mit so viel Gewicht ist das natürlich auch kein Wunder. Also sollte es kein Wunder sein. So, was ist das hier für eine Abtrennung? Altes Gebiet, neues Gebiet oder? Wofür steht das? Ah, ja. Chiraliennetz getrennt. So, warte mal. Hier sollen wir so ein Ding benutzen anscheinend. Ja, okay, gut. Dann benutzen wir das auch mal. Okay, wir hängen direkt dran. Und können jetzt hier runterlaufen. Okay. Ja, aber dann muss man halt auch wissen, wie viel so 30 Meter sind, ne? So eine 30 Meter Klippe. Kann man bestimmt auch irgendwie irgendwann mal scannen oder so, aber... Das hat tatsächlich sehr gut geklappt hier. 8 Meter, 7... 6, ja, ist noch ganz hier unten.
Sehr cool. Okay, das lief sehr gut. Können wir mal hoffen, dass das so bleibt, ne? Ja, da hinten laufe ich nicht noch hin, also ganz ehrlich. Okay. Da hinten ist unser Ziel. Unsere Schuhe leiden auch, okay. Also die nutzen sich auch ab und so, okay. Warte, hier halten wir mal an und laufen langsamer runter. Nicht, dass wir da... Ja, langsamer, hatte ich gesagt. Oh mein Gott. Also das ist schon echt viel Gewicht. Und da ist nochmal ein XL, aber 200 Likes, ne? Das muss man halt auch immer bedenken. 200 Likes ist jetzt nicht ganz ohne. Also, warte mal. Hier rüber. Also, ich wollte ja eigentlich da eher so rüber, aber... Das sieht doch echt nach einem guten Spot für eine Lighthouse, oder? Oh nein, Zeitregen. Hm. 103. Uiuiui, okay. Wir haben etwas zu viel Fracht dabei. Ich würde erstmal hier eine. Achso, nee, okay, wir müssen sofort ab. Irgendwas wegtun. Ja, Fracht. So, was haben wir denn hier? Können wir das erstmal automatisch anordnen? Ja, so, das ist unsere Hauptquest, ne? Ja, genau, okay. Also, sowas, was 7 wiegt, bringt 60 Likes maximal. Aber das hat halt so oder so schon 29% Beschädigung. Das sogar 31. Dann will ich das doch einfach weggeben, oder nicht? Ja. Ablegen. Boah, das wiegt so viel. Es lohnt sich doch gar nicht, oder? Von den Likes her. Oder? Irgendwie. Irgendwie glaube ich, dass... Also guck mal, die 2, die 7 wiegen, bringen 120. Und wiegen dafür 100... nee, und wiegen 14. Der 15er bringt 140. Ja, okay, doch. Hm... Okay. Hä? Ich dachte, ich habe die abgegeben, also hingelegt. Ja, Menüführung ist noch ein bisschen schwierig bei mir. Nein. Ablegen. So. Okay, wir sind auch fast voll hier, aber ja. So. Eine Leiter. Die führt halt nur rüber, ne? Aber ist, denke ich mal, trotzdem besser, als da irgendwie so versuchen, rüber zu klettern. So, und sobald man drüber gegangen ist, kann man die nicht mehr einklappen, I guess. Ansonsten wäre das ja dumm. Können wir die noch mitnehmen? Ja, geht sogar noch.
Okay, ich glaube, ich weiß, warum wir mehrere Leitern hatten. Weil hier scheint das Flussbett sehr Dings zu sein. Sehr wenig, ja. Okay, ja dann. Oder haben wir sogar noch eine Leiter? Die eine Leiter hätten wir sogar. Können wir einfach. Wie urinieren wir jetzt, hä? Oh mein Gott, Hilfe. Ob das so schön war, weiß ich ja nicht. Wir sind auf jeden Fall angekommen. Also auf der anderen Seite. Oh, ach so, warte mal. Ah. Ein digitaler Pilz. Okay, sehr schön. Wir haben mal etwas unsere Blase geleert. Junge, es ist so viel Gewicht, ich kann da nicht mal gegen ankommen. Oder? Warte, oder ist es, weil ich... Ah, nee, jetzt geht's. Ah, okay, weil ich im Urinieren-Modus war, hat das nicht funktioniert. Okay. Na, hier vor wird ja keine Fracht mehr liegen, schätze ich mal. Aber da haben wir doch schon ordentlich was, was wir dann gleich hier abliefern. Also das ist ja... Guck dich das an. Wir sind voll bepackt bis zum geht nicht mehr. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Fracht geprüft. Vielen Dank. Okay, und jetzt können wir die verbinden und all unsere Fracht hier, naja, nicht verkaufen, aber abliefern halt. Angeforderte Fracht liefern, genau das. Ja. Fracht wird geliefert. Danke. Wir alle spüren den Verlust von Central North City. Keiner wusste, was das für die Organisation bedeuten würde. Oder für die UCA. Oder für uns. Aber das Oxytocin wird den Stress lindern und helfen. Schon bald sind wir wieder auf Kurs. Lass mal sehen. Okay. Großartig. Danke nochmal. Wie es scheint, ist alles intakt. Und unser Wegposten hoffentlich auch bald. Okay. Ich dachte... Können wir die nicht jetzt auch direkt verbinden? Okay. Unsere Linie, die wir gelaufen sind. Ein S-Rang. Und 159 Likes. Was 2 Sterne für die Verbindung bedeutet. Okay. Warte mal, sind wir bald schon maxed bei Verschiedenes? Geht's nur bis Level 10? Zweiten Team, oder? Wo sind die anderen? Tot. Beim Lehrersturz gestorben. Im Ernst? Die Explosion hat sie alle erwischt? Und jetzt haben sie dich alleine losgeschickt? Wäre es bloß eine Lieferung, wäre es eine Sache. Boten kommen ja ab und dann vorbei, aber... Das zweite Team sollte den Cupid mitbringen und uns vernetzen. Seit 3 Jahren warten wir auf Hilfe. Seit 3 Jahren. Und sie schicken uns einen Mann? Scheiße, scheiße, scheiße. Hast du wenigstens mehr als das Oxy dabei? Ja, den Cupid. Du, wirklich? Also stimmt es? Er funktioniert endlich. Tja, dann bist du vielleicht die Antwort auf meine Gebete. Worauf wartest du noch? Schließ uns ans Netz an. Okay. Okay, da sind einige Formeln. Und die haben zur Folge, dass wir die verbinden. Okay.
Somit haben wir die Map freigeschaltet da. Oh mein Gott, guckt euch das links an. Da sind ja, das ist ja nur Berg einfach. Und da in der Mitte sind ganz, ganz viele leere Schürze. Okay. Mhm. Wegposten, Briefkasten. Liefern, verloren, Fracht liefern. Fracht entnehmen. Also können wir jetzt hier zum Beispiel verlorene Fracht liefern, bei liefern gleich machen. Stimmt das? Ich glaube schon. Ah, und hier sehen wir noch, ja, Ausrüstung, die es in diesem Gebiet gibt anscheinend. Okay. Verbindung mit Capital Not City bestätigt. Es passiert wirklich, wie Amelie versprochen hat. Endlich können wir das tun, weshalb wir hier sind. Hey, du gehst nach Westen, oder? Viele Leute werden froh sein, dich zu sehen. Wahrscheinlich gehst du bis zur Küste, oder? Was bedeutet, dass du Amelie persönlich treffen wirst? Oh, das ist ja mal was. Das ist wirklich etwas. Ich habe sie nie kennengelernt. Ich habe während der ersten Expedition nur ihre Holo-Nachrichten gesehen. Naja, egal. Gib unterwegs auf dich acht. Da draußen treiben sich miese Typen rum. Mehr als gute, sagen manche. Aber das weißt du ja selbst. Okay. Vielen Dank, Sam. Jetzt, da dieser Wegposten im chiralen Netzwerk ist, haben wir hier in Capital Not City endlich direkten Kontakt zu ihm. Ja. Und jetzt? Westlich des Wegpostens stehen Bauten, die unsere letzte Expedition errichtet hat. Und jenseits davon liegt dein nächstes Ziel, Port Not City. Die Stadt liegt am Ufer eines vom ersten Leeresturz geschaffenen Kratersees. Dein Ziel ist es, Port und Capital Not zu verbinden. Doch dazu musst du unsere Anlagen als zusätzliche Wegposten nutzen. Sie sind für die Herstellung einer Verbindung nötig. Okay. Aufgrund der großen Distanz. Wir wollen ein Verteilerzentrum und ein Windkraftwerk benutzen. Und als erstes solltest du das Verteilerzentrum aufsuchen. Dorthin muss sowieso etwas Fracht geliefert werden. Oh nein. Der Windpark, daran erinnere ich mich. Lieferterminal in Empfang. Oh nein. So, warte, wir wollen ja auch noch unsere andere Lieferung abgeben. Netzkapazität kann dich das HQ ab sofort mit zusätzlichem Material versorgen und dich besser unterstützen. Das sollte nützlich sein. Okay. Aber wir wollen erstmal liefern. Verlorene Fracht liefern, genau. Können wir alles mehrere auswählen? Die hier auch alle. Ach so, nee, ja, die sind ja eh schon, ja. Die sind ja eh schon drin, ja, okay. Ja, das muss ordentlich Likes geben, oder nicht? All das. Das sind ja so, so viele. Sollte ich das schneller machen? Das dauert sehr, sehr lange. Wir gucken uns das einmal an. Okay. Dann 312 Likes dafür. Ja, unwahrscheinlich richtig viel Level, oder nicht? Ja. Okay, warte. Neuer Titel verdient. Okay. Du hast verschiedenes Klasse 10 erreicht. Du hältst jetzt mehr Likes. Und dann immer alle 10 Level
wird es halt krasser. Okay. Sehr interessant. Gut. Liefern haben wir nichts. Gemeinschaftskasten. Okay. Privater Spind und Ausrüstung herstellen. Und Aufträge annehmen, dann müssen wir gleich so oder so, glaube ich, machen. Ne? Was ist das hier? Sam, mit diesem TCK kannst du einen Briefkasten bauen. Ah, okay. Okay. Und dann, du kannst Briefkästen benutzen, um verlorene Fracht zurückzugeben oder zu liefern. Zu liefernde Fracht anderen Booten anzuvertrauen. Den Gemeinschaftskasten kannst du verwenden, um mit anderen Spielern Waffen und Ausrüstung auszutauschen. Den privaten Spind kannst du verwenden, um vorübergehend persönliche Fracht und Ausrüstung zu lagern. Okay. Also bauen wir selbst diese Röhrendinger da. Mit Resin und... Also mit... Ja, Resin und Metall. Aber warte mal, haben wir 0? Nee, es benötigt 0. Ach so, weil wir es nicht ausgewählt haben. Okay. Ja, aber... brauchen wir so ein Ding schon? Naja, ich dachte auch nicht, dass wir so viel Leitern brauchen, ne? Aber... Machen wir mal so. Automatisch, ja. Okay. Dann, let's go. Nee, warte. Ja, ich wollte das ja machen. Hä, warum komme ich denn immer hier alles zurück? F. Ja, bestätigen. So, okay. So, und Aufträge annehmen. Was, wie sieht das hier aus? Okay, einmal zum Verteilerzentrum. Okay, und das hier? Zum Briefkasten. Ja, dann... Wir nehmen beides mit. Weil dann gehen wir einmal zum Briefkasten. Selbstverständlich solltest du, falls du keinen TCK bei dir hast, einen herstellen. Ja, wir haben aber ja einen. Also ist gut. So. Ja, ich wollte das annehmen, hä? Benötigst du einen TCK? Selbstverständlich. Ja, aber wir haben einen, also. Ach Mann, okay. Was? So, und jetzt bitte nochmal. Oh, schwierige Menüführung. Komme ich noch nicht ganz mit klar, aber eigentlich ist es sehr intuitiv, also. Ich bin nur etwas dumm. So. Und jetzt. Auf deine Karte und dann... Ja, auf meine Karte und so gucken, ja. Ich will die nämlich noch wieder einsammeln. Und dann... hier so langlaufen. Ich hoffe, das funktioniert. Achso, warte mal. Erstmal... So, also, wir gehen mal... Wir gehen hier lang, dann da, dann auch hier, dann hier lang, hier und letztendlich da. Oh mein Gott, wir sind hingefallen. G2 und dann F. Damit wir mit W ihn beruhigen können. Was zum... Wir schütteln den einfach nur.
Als ob das beruhigend ist. Ja, okay. Geh dann... Ich hab's schon wieder vergessen. Geh dann 2... Okay, ja. Dann F. So, wartet mal. Nee, nicht Leiter zerlegen. Ich wollte rauf. Ja, sehr schön. Schöne Leiter, sehr schön. Gut gemacht. Und jetzt gehen wir erstmal dahin, okay. Ah, okay. Wir sollten immer alles liken, was wir benutzen, weil dann können wir mehr Konstruktionen und Funktionen heilen, okay. Oh, da liegt auch noch was. Resin, 80 Resin liegt da. Oh nein, Regen. Zeitregen. Ah, okay. Wir könnten auch Sachen ablagern. Okay. Und hier sind noch zwei große... Nee, eine große und eine Medium-Sache. Aber der Regen zerstört die Sachen halt auch, ne? Muss ich halt mit bedenken. Warte mal, wir können... Wie ging das? Ah, hier, warte. Upala, nein, warte. E, Schild aufstellen. So, hier ist... Zeitregen. Bam. Ich glaube, wenn man das Schild sieht, ist es eh schon zu spät, aber naja, ne? Wie sieht man es nochmal ein bisschen früher und kann dann noch direkt umdrehen oder so. Oh mein Gott, das ist auch schon wieder super schwer hier. Ah, na gut, ist ja auch ein XL gewesen oder so, ne? Okay. Aber die Fracht würde ja so oder so auch zerstört werden, wenn die hier einfach nur rumliegt, also... Weil Zeitregen kommt ja so oder so. So. Wir sollen so ein Ding bauen. Gut. Aktiviere deinen TCK, wenn du bereit bist. Baue mit ihm im von mir beschriebenen Bereich einen Briefkasten. Können wir den hier oben raushauen? Nee, ne? Okay, ja, dann bauen wir den mal hier hin. So werden die gebaut. Okay. Dass das Ding auch mitten im Regen gebaut werden kann. Auch sehr interessant. Oh, dann haben wir jetzt einfach so ein Ding hingebaut. Okay, sehr schön. Ja, okay. Rang S, sehr schön. Likes bekommen... Ein Level sogar noch dazu. Okay, und... Gute Arbeit, Sam. Wir können doch jetzt auch direkt sagen, liefern. Verlorene Fracht. Ja, hier... Wiegen das eins... Was? Das wiegt 38. Also den könnte man gucken, ob man sich die behält, aber... Nein, also, ich fahre einfach alles. Ich werde, glaube ich, noch genug finden. Auf den nächsten, also jetzt auf dem Weg nach da unten hin. Ja, komm, mach eine. Okay, so. Dann, was ist das hier? Sam, über Gemeinschaftskästen kannst du Fracht mit anderen Booten austauschen.
Okay, ja, aber brauchen wir noch nicht machen, oder? Weil ich will, ich habe die ja jetzt für mich mitgenommen. Gut. Kurze Frage. Warum bin ich immer noch so schwer? Ich habe das doch gerade abgeliefert, oder? Ja. Okay. War ich von Anfang an so schwer? Ich weiß es nicht. Okay, Feldflasche. Ja, der wird ja durch den Regen eh aufgefüllt. Okay. Sehr schön. Dann machen wir uns auf den Weg zurück. Aber nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten. Da werden wir auch einige spannende Situationen dann haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken dieser Folge. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.